Wir haben am Freitag nochmal eine Erholung gesehen an der Wall Street. Der Nasdaq mit dem besten Handelstag seit März. Dow Jones, bester Handelstag seit April. S&P seit Mai. Aber es ist doch einiges kaputt gegangen. Und der Abverkauf, der ging sehr, sehr schnell. Womit alles, was im Sommer passiert ist, im Grunde negiert wurde, im Grunde jetzt für die Katze ist. Und damit allerherzlichst willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die neue Woche. Was wird heute anstehen? Was wird heute passieren? Bevor wir uns das charttechnische Bild anschauen, das nach wie vor sehr angeschlagen ist, heute vielleicht drei Themen im Fokus. Erstens, dass die Verschiebung der Brexit-Gespräche auf kommenden Mittwoch, das erzeugt ein bisschen Unsicherheit. Offenkundig ist man doch nicht so nah an einem Deal. Dann haben wir zweitens die Bayernwahl. Bayern schreibt Geschichte, meine Damen und Herren, aber es wird wohl reichen in einer Koalition der CSU mit den Freien Wählern. Daher dürften die Auswirkungen auf Euro, Dollar etc. DAX wohl begrenzt bleiben, auch wenn das Ende der Ära Merkel natürlich sich hier immer deutlicher abzeichnet. Und wir haben drittens dann diese Thematik zwischen den Saudis und den USA nach der vermutlichen Ermordung des Journalisten Khashoggi, der selbst sehr gute Kontakte zum saudischen Geheimdienst hatte und vermutlich ein bisschen zu viel wusste über ein paar Dinge, die möglicherweise auch im Umfeld des 11. September so der Fall waren. Das waren ja überwiegend saudische Attentäter, überhaupt der saudische Wahhabitismus, diese sehr stark antischiitische extreme Form des Islam ist ja relativ aggressiv, relativ expandierend in seiner Grundtendenz. Und lange hat man sich jetzt seit der Wahl von Donald Trump sehr, sehr gut verstanden in dieser Connection USA, Israel und Saudi-Arabien. Sehr stark gerichtet gegen den Iran, sehr stark anti-iranische orientiert. Früher oder später dürfte es da einen Angriff geben. Und wir haben jetzt erstaunliche atmosphärische Störungen durch diesen Fall Khashoggi. Jetzt sagt Donald Trump, also wenn das so ist, dann wird das für euch schwere Konsequenzen haben. Und die Saudis schlagen zurück und sagen, ja, wir können euch auch richtig wehtun. Sind völlig neue Töne, denn bisher gab es seit den 1980er Jahren eine sehr gute Connection zwischen texanischen Ölbaronen, die Namen Bush stehen dafür, und eben den Saudis. Hier sehr, sehr gut beschrieben von Michael Lüders, Armageddon im Orient, wie die Saudi-Connection den Iran ins Visier nimmt. Sehr viele Hintergründe über das, was da eigentlich der Fall ist, kann ich nur jedem empfehlen. Jetzt wollen wir uns anschauen, was heute passieren wird, was auf dem Zettel steht. Und da haben wir ein paar Themen, die durchaus interessant sind, nämlich die Bank of America Zahlen 2,45, nachdem am Freitag ja Citi, Wells Fargo und JP Morgan sehr ordentlich geliefert haben, allerdings eben nach wie vor die Bankensektor oder die Banken schlecht laufen am Markt. Daran hat sich nichts geändert. Wir haben dann New York Empire State Index 14,30 und die Einzelhandelsumsätze 14,30 der USA. Das wird ein Hingucker, das wird wichtig. Jetzt gucken wir hin, was nämlich mit den Charts da passiert ist, was ich angekündigt hatte. Und hier sehen wir das, was da faktisch in wenigen Tagen ausgepreist wurde. Das Ganze, was hier im Sommer passiert ist, ist im Grunde jetzt für die Katz, ist jetzt innerhalb von wenigen Tagen ausgepreist und das unter hohem Volumen, während wir bisher im Sommer relativ geringes Volumen hatten. Es ist so dahingeplätschert, es ist so dahergelaufen. Wir haben noch höheres Volumen gehabt im Februar bei diesem Abverkauf, da ging es richtig deutlich nach unten. Jetzt also etwas weniger Volumen, das kann auch bedeuten, dass da durchaus noch viele verkaufen können, wollen und vielleicht sogar müssen. Wahrscheinlich ist, dass wir nochmal eine zweite Welle nach unten sehen, nachdem die erste Welle das charttechnische Bild in vielerlei Hinsicht kaputt gemacht hat, weil wir zum Beispiel aus diesem Aufwärtstrendkanal gefallen sind. Wir haben jetzt am Freitag war es genau auf der 200-Tage-Linie geschlossen beim S&P 500. Schauen wir uns mal hier die Situation an, hier die 200-Tage-Linie genau drauf, ein Bruchteil eines Punktes sogar drüber, aber wir sehen hier den Bruch dieses Aufwärtstrendkanals, Bruch der Unterstützung 2860. Schauen wir uns gleich mal die anderen US-Indizes an. Dow Jones sieht nach wie vor nicht wirklich so richtig toll aus. Wir sehen hier diese Schiebezone. Klar, Erholung jederzeit weiter möglich, aber wahrscheinlich eben auch nochmal tiefere Kurse. Gilt auch für den Nasdaq, der ja am stärksten hier getroffen wurde. Am Freitag nochmal versucht hat, hier richtig schön nach oben zu schießen, jetzt aber schon wieder etwas tiefer handelt. Das wird bedeuten für den DAX, nachdem ich Ihnen noch kurz zeige, wie die Märkte in Asien laufen. China etwa knapp 1% im Minus, China A30, China A50 hier. Wir sehen in Japan etwa 1,5 bis 1,6% im Minus. Das ist überraschend angesichts der Vorgaben
von der Wall Street, die ja sehr, sehr freundlich waren. Aber hier geht es bergab und das wird für den DAX bedeuten, dass wir reinkommen, naja, knapp über der 11.500er Marke, aktuelle Indikation so um und bei 11.520, nach wie vor unschön. 11.700 hier die Widerstandslinie, die der DAX überwinden müsste, dann 11.810 etwa, 11.860. Das wären die Stationen, die der DAX erstmal nach oben machen müsste, aber das ist doch wohl noch ein Stück weit entfernt. Schauen wir uns Euro-Dollar an, ein Ticken schwächer, wenn der Euro hier zu finden ist, da ist er zu finden, 1.1550. Da wird man sehen müssen, wie stark jetzt diese Wahl in Bayern das Geschehen beeinflusst. Wir sehen Dollar-Yuan bei 6,91. Donald Trump hat in einem Fernsehinterview nochmal gesagt, ja, er kann jederzeit jetzt nochmal die Zölle raufpacken auf chinesische Waren. Bisher meint er, er hat das nicht die Preise erhöht in den USA. Es beginnt aber, jetzt beginnt ja auch die Berichtssaison ins Laufen zu kommen. Und hier werden wir eben gucken müssen, wie ist die Guidance, wie sind die Ausblicke. Das wird das Entscheidende sein. Diese Korrektur, die wir jetzt gesehen haben, ist wahrscheinlich eine Art Anpassung der Ausblicke. Nachdem man vorher sehr, sehr optimistisch war, muss man jetzt sozusagen nicht nur die Geldpolitik der Fed, die hawkische, ist berücksichtigen, sondern möglicherweise eben auch den Gegenwind durch gestiegene Kosten, Material wie auch Lohnkosten einfach berücksichtigen. Was haben wir noch? Wir haben The Gold, das gut läuft, 1222 knapp, und Öl kann profitieren hier mit diesem Aufwärtsgap von diesen saudisch-amerikanischen Differenzen, die da plötzlich auftauchen. Wahrscheinlich wird da nicht viel passieren im Endeffekt, denn die Interessen sind zu übereinstimmend zwischen den Amerikanern und den Saudis. Da verkauft man ja gerne Waffen. Die Saudis kaufen gerne die Waffen, sind aber technisch gar nicht in der Lage, die wirklich zu bedienen. Also müssen sie gleich noch westliches, amerikanisches Personal mit einkaufen, die überhaupt die Waffen bedienen können. So fängt es ja schon mal an. Also die Abhängigkeiten sind da sehr groß. Der DAX wird erstmal ein bisschen schwächer reinkommen. Jetzt wird eine entscheidende Woche sein, heute mit den Einzelhandelsumsätzen, mit den Zahlen, die weitergehen am Mittwoch, das Fed-Protokoll. Also da kommt einiges auf uns zu. Wird eine spannende Woche. Ich wünsche jetzt erstmal einen guten Start in diese Woche. Bis dann. Ciao.